Riesenandrang vor dem Folkwang-Museum in Essen. Und dann kommt er endlich, Karl Lagerfeld. Wie ist der Mensch Karl Lagerfeld? Es ist ein wahnsinnig herzlicher Mensch. Er gibt natürlich schon so ein bisschen den Ton vor. Aber wenn man vergleicht, wer er ist oder wie wenn man mit Wolfgang Joh vergleicht oder diesen Menschen vergleicht, er hat es einfach drauf. Also er hat es einfach drauf, egal, er ist eloquent, er kann auf alles antworten. Und das finde ich beneidenswert. Ich wäre gern mit 80 so. Total normal. Er hat mir seinen Füller geliehen, als ich kein Schreibgerät hatte. Und er mag dumme Fragen nicht. Das Folkwang-Museum zeigt die Ausstellung Karl Lagerfeld – Parallele Gegensätze. Ja, das ist eine große Ehre, das ist eine große Freude und das ist total unerwartet, denn ich habe nie gedacht, dass ich seriös genug wäre für ein Museum wie dieses. Dann weiß Gott, versuche ich mich nicht ernst zu nehmen. Wir sind eben zusammen durch die Ausstellung gegangen. Darf ich zitternd die Frage stellen, ob Sie einigermaßen zufrieden sind? Ja, ich meine, ich wäre nicht zufrieden, würde ich trotzdem sagen, ich wäre sehr zufrieden. Aber meine gute Erziehung hätte mich daran gehindert. Aber unter uns gesagt, ich finde das toll. Das ist einzig schade, dass ich das gemacht habe. Das heißt, die ausgestellten Werke für mich. Aber ich muss sagen, Ihre Leute vom Museum und Herr Stein haben eine tolle Arbeit gemacht. Und ich muss sagen, die Räume sind auch toll. Denn dieser Schipperfeld hat wirklich Talent für Museen. Das, was er in Berlin gemacht hat, ist toll. Und was er bei Ihnen gemacht hat, ist auch toll. Ne? Die Ausstellung präsentiert sämtliche künstlerische Facetten des Modemachers. Muss man die Ausstellung erklären? Ich hoffe, dass wenn die Leute durch die Seele gehen, sie irgendwie schon mitkriegen, was ich habe sagen wollen. Denn wenn man mit Worten gut umgehen kann, dann kann man den Leuten was erzählen, was man will, auch mit dem, was man zeigt, überhaupt nichts zu tun hat. Das halte ich für gefährlich. In diesem Fall sind Worte sehr gefährlich. Ein großer Raum ist dem Wirken von Karl Lagerfeld für Chanel gewidmet. Die wir neulich gezeigt haben im Januar, die können noch nicht hier sein, weil die im Moment um die ganze Welt gehen. Die sind, wie man sagt, nicht frei. Die können später kommen, aber ich finde dieses mit dem kaputten Theater, wo diese Kleider reingehört in den Dekor, recht interessant. Und es ist interessant, sie so wiederzusehen, denn offen gestanden habe ich so gut wie noch nie Ausstellungen gesehen, wo Kleider von mir hängen, die ich selbst gemacht habe, weil ich im Prinzip dagegen bin. Aber hier ist ja die Idee und das Ganze anders wie nur eine simple Retrospektive. Modelle zeigen, wie die Locations für die Schauen aussehen sollen. Dann arbeiten 1200 Personen 3 Monate für eine Show, die dann 20 Minuten dauert und weltweit gesehen wird. Die oberen Zeichnungen sind von Coco Chanel, die unteren von Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld ist es gelungen, der Marke Chanel ein neues Image zu geben, ohne die vorhandene DNA aus den Augen zu verlieren. Karl Lagerfeld setzt dann die fertige Kollektion fotografisch um. Die Booklets sind gefragte Sammlerstücke. Wie sieht der Designer der Pelzkollektion Fendi das Thema Pelz? Industrie. Es gibt nicht nur ein paar Leute, die sagen können, wie Sie Peter früher so, keine Pelze. Persönlich kann ich das schon verstehen, aber es gibt Regionen in der Welt, wo die Leute nur von der Yacht leben und die können sie ja auch nicht arbeitslos machen und verhungern lassen. Und was
gewisse Kategorien, die benutzt schon kein Mensch mehr seit Jahren. Und das war mal vor 10 Jahren ein Thema. Jetzt auch selbst die sehr fanatisch dagegen waren, ziehen auch wieder Pelz an. Also das ist auch wahrscheinlich eine Modefrage. Persönlich ziehe ich es nicht an. Aber ich will gleichzeitig auch nicht eine Industrie kaputt machen. Wegbegleiter Gerhard Steidl verlegt alle Bücher für Karl Lagerfeld. Ja, wir machen Bücher. Wir haben 2 Serien, LSD, Lagerfeld Steidl, Druckerei, Verlag, Druckerei, weil er ja alles selber druckt. Das wird nicht in China gemacht, sondern das wird in Deutschland gemacht. Und das ist mehr literarisch. Und dann haben wir 7L, wie mein Buchladen in Paris, das heißt 7 Rue de Lille, Paris 7. Und da werden vor allen Dingen Fotobücher und solche Sachen gemacht. Und er macht auch alles, was wir in Bezug auf Mode machen. Er macht alle Plakate, er macht alle Dokumente, er macht alle Pressedossiers und so. Ich meine, er macht so viele verschiedene Sachen mit uns, dass ich gar nicht mehr weiß, was er nicht macht und was er macht. Ne? Würde Karl Lagerfeld sein Wirken als Kunst bezeichnen? Das, wie soll ich sagen, angewandte Kunst, weil das ja im Grunde gewissen Zwecken gedient hat, wo normalerweise das Wort Kunst nicht angewandt werden sollte, wurde, aber man weiß das nicht so genau. Ich halte mich auch nicht selber für einen Künstler. Ich mache jemanden, der zeichnet, der Mode macht, der fotografiert und so. Das, können die Leute hinterher selber beurteilen, aber ich kann mir keine Autoprädikate geben. Ja. Wie gefällt den Besuchern die Ausstellung? Sensationell. Ein Multitalent und so viele verschiedene Kapitel. Und man sieht also auch die Unabhängigkeit. Karl Lagerfeld ist einfach unabhängig von Mode, deshalb kommt er auch nicht aus der Mode. Und wenn ich denke, warum das so ist, die Antwort hat er selber gegeben. Kreativität ist wie Atmen. Und dem wird die Luft so schnell nicht ausgehen. Ich glaube, ich war ein Teil davon, da ich die Sachen frisiert habe, die natürlich der Schwarzkopf gemacht hat. Ich finde sie sehr schön. Es zeigt schon ein bisschen sein Leben. Es zeigt ein bisschen, wie er ist. Es hat nichts alles mit der Mode zu tun, was ich sehr schön finde. Also ich finde die Plakate sehr schön. Ich finde die kleinen Modelle schön für die Couture schauen. Ich finde, es zeigt sehr, wer er ist eigentlich. Und es ist sehr vielseitig. Ich finde es wunderschön. Gibt es Ausstellungsstücke, die Karl Lagerfeld besonders mag? Ja, da muss ich noch ein paar Mal durch die Ausstellung gehen, um Ihnen darauf zu antworten. Im Grunde mache ich alles ganz gerne, was da ist. Sonst hätte ich ja verhindert, dass das gezeigt wird. Ne? Das Schlimmste habe ich Ihnen ja vermieden. Tritt bei dem ganzen Trubel um seine Person die Ausstellung in den Hintergrund? Ich bin das Opfer meiner selber. Das kann ich da machen. Ne? Da kann ich nichts gegen machen. Sie meinen, das Beste wäre gewesen, ich wäre nicht gekommen. Das wollen Sie nicht sagen. Nein. Trommeln gehört zum Handwerk. Aber heutzutage mit den Medien und so ist das irgendwie alles ein bisschen aus der Hand geraten.